kannst du nicht aufpassen. Aber was ist denn jetzt? Pause. Entschuldigung. Hat einer von euch Mädels mitbekommen, dass die Vanessa, die Tote, dass die hier bevorzugt behandelt wurde? Wie bevorzugt? Naja, dass sie bessere Noten bekommen hat als andere. Oder irgendwelche Strafen nicht antreten musste. Irgend sowas in der Richtung. Nee, der Direx war knallhart. Hallo? Natürlich. Nur weil du neidisch auf sie warst, brauchst du dir keinen Mist zu erzählen. Ist das klar? Ja, Moment mal. Wenn du irgendwas sagen willst, dann sag das. Das ist wichtig. Nee, ich. Eigentlich war da nichts. Sehen Sie, alles ist okay. War's das? KF willkommen. KF braucht Verstärkung. In einem Internat für schwer erziehbare Mädchen liegt eine Schülerin tot im Waschkeller. Hallo. Hallo. Dirk. Ist der Doc noch gar nicht da? Unterwegs. Er war gerade in der Rechtsmedizin. Die Spurensicherung lässt auch noch auf sich warten. Ja, weil die wahrscheinlich alle im Stau stehen wegen der Großbaustelle im äußeren Ring. Ja, reg dich mal nicht auf. Die Kollegen können ja auch nichts dafür. Fangen wir halt schon mal alleine an. Wer ist die Tote? Vanessa Horstmeier. Die Putzfrau hat sie gegen 19.30 Uhr hier gefunden. Wir haben ihre Aussage aufgenommen und sie dann mit dem Taxi nach Hause geschickt. Was ist mit dem Direktor? Habt ihr mit dem schon gesprochen? Ja, der Direktor hat die Schüler informiert, die noch hier waren. Er wollte dann im Büro auf euch warten. Okay, dann übernehme ich das. Ja. Das ist übrigens ein Internat für Mädchen, die mit ihren Eltern daheim nicht klarkommen. Sie ist noch keine 18. Furchtbar, ganz furchtbar, was mit der kleinen Horstmeier passiert ist. Sie war gerade mal 16 Jahre alt. Erst letzte Woche geworden. Ihre Putzfrau hat die Tote gefunden, richtig? Ja. Eigentlich hätte sie heute frei gehabt und erst morgen Dienst. Aber weil sie morgen Besuch bekommt, naja, plötzlich stand sie hier kreischend vor mir im Büro. Herr Pietschmann, haben Sie oder Ihre Putzfrau irgendetwas angefasst am Tatort? Nein, ich nicht. Die Putzfrau natürlich schon. Schließlich putzt sie ja da unten. Ne? Also langsam wird mir das alles zu viel hier. Aber das ist ja meistens so. Ein Unglück kommt selten allein, nicht wahr? Was meinen Sie damit? Naja, was ist denn hier schon passiert? Das ist eine Schule für schwer Erziehbare. Hier passiert andauernd etwas. Zum Beispiel? Naja, die Schüler prügeln sich nicht nur gegenseitig. Mittlerweile gehen sie sogar auf die Lehrer los. Und gestern hat einer erst deswegen gekündigt. Und letzte Woche ist die Sportlehrerin ausgefallen, weil, beim Basketballspielen hat ihr eine Schülerin einen Ball an den Kopf geschmissen, sie ist gestürzt, hat sich den Arm gebrochen und fällt jetzt für Monate aus. Also, es ist katastrophal hier. Also, hier mag doch keiner mehr arbeiten. Bei allem Respekt, Herr Direktor, aber hier geht es um einen Mord. Sie hat Würgemale am Hals. Glaubst du, dass sie erwürgt wurde? Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Sie hat keine Einblutung in den Bindehäuten und hier. Die Wunde am Kopf, die sieht auch nicht besonders bedrohlich aus. Also ich glaube, dass sie an den Stichverletzungen hier gestorben ist. Ist ja interessant. Soll ich auch mal einen Blick drauf werfen? Wäre vielleicht ganz gut, Doc. Hallo. Ja, hallo. Sorry, voll viel Verkehr heute. Ja, hab schon gehört. So. Und was meinst du? Ja. Ziemlich tiefe Stichverletzung. Mhm. Mir scheint, das Herz wurde getroffen. Wie lange ist das her? Schätzungsweise 3 bis 4 Stunden. Hier ist auch noch das Blut hier in der Wäsche ist noch feucht, also kann nicht so lange her sein. Was ist das denn? Seht mal. Tja. Das dürfte die Tatwaffe sein. Wer hat denn alles Zugang zu dem Keller? Naja, die Tür ist alt. Da kann jeder rein, der will. Aber einen Schlüssel gibt's nur für die Putzfrau, den Hausmeister und mich halt. Wissen Sie, was das Mädchen da unten wollte? Wissen tue ich's nicht, aber ich habe schon öfter mal eine Schülerin da unten erwischt. Beim Rauchen oder mit Freunden. Waren Sie den ganzen Tag über hier? Ja, ich war hier im Büro. Herr Pietschmann, wissen Sie, ob das Mädchen mit irgendjemandem Ärger hatte oder vielleicht einen Streit? Sie war auch eins der Mädchen, was mir mit am meisten Sorgen bereitet hat. Inwiefern? Naja, sie war unten mit ihrem Freund, heimlich, obwohl der Hausverbot hatte. Aber das hat sie überhaupt nicht interessiert. Können Sie mir den Namen des Freundes nennen? Moment, wie hieß der gleich? Tobias?
Tom war sein Name, aber an den Nachnamen kann ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Da sollten Sie vielleicht Ihre Zimmergenossin Franziska Nowak fragen, mit der teilte sie sich das Zimmer. Franziska, wir müssen dir ein paar Fragen stellen, okay? Weißt du, warum Vanessa im Keller war? Ja, sie hatte ein Date. Mit ihrem Freund? Ich dachte zuerst. Was heißt das? Naja, als wir heute Nachmittag ins Zimmer kamen, war da ein Zettel unter der Tür durchgeschoben. Und was stand da drauf? Ich glaube, sowas wie Vanessa heute um 17 Uhr im Keller. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Und dann war doch noch ein Herz drauf gemalt. Es war zwar ein ziemliches Gekrakel, aber wir dachten, es wäre von Tom. Tom ist der Freund von Vanessa, richtig? Freund, Ex-Freund, Freund. Die beiden hatten dauernd Stress. Es lag wohl am Altersunterschied. Er ist schon 25. Das da auf dem Foto, das ist er. Dieser Tom hat einen Nachnamen. Bernholz. Aber verrückt nach Vanessa. Immer wenn sie ihn abgeschossen hat, kam er wieder angekrochen. Weißt du denn, ob die beiden jetzt gerade zusammen waren oder getrennt? Zusammen, glaub ich. Auf jeden Fall hat sich Vanessa tierisch über die Nachricht gefreut. Ich habe ihr noch gesagt, sie soll nicht hingehen. Er hat ja Hausverbot. Weißt du, ob die beiden sich trotzdem getroffen haben? Nee, das war komisch. Was war komisch? Naja, auf dem Zettel stand ja, dass sie sich um 17 Uhr im Keller treffen. Und kurz nach 4 ist Vanessa noch eine Flasche Wein und Kippen kaufen gegangen. Und danach, so gegen 4:30, stand Tom im Zimmer und wollte sie sprechen. Oh. Ich habe ihn noch gefragt, was er jetzt hier will. Er sei doch mit Vanessa verabredet. Und weiter? Naja, dann habe ich ihm den Zettel gezeigt. Und er hat ihn mir sofort aus der Hand gerissen und irgendwas von Mischstück gemurmelt. Und dann ist er wieder abgehauen. Wo ist der Zettel jetzt? Hat dieser Tom den noch? Hast du Vanessa danach noch einmal lebend gesehen? Nee, ich habe auch nicht weiter darüber nachgedacht. Ich war schon spät dran. Ich musste zum Basketballtraining. Glaubst du denn, dass dieser Tom fähig wäre, eine solche Tat zu begehen? Nee, nein, er liebt sie voll. Hatte denn deine Freundin mit irgendjemandem Probleme? Vielleicht mit anderen Männern? Von anderen Männern weiß ich nichts, aber Probleme hatte sie. Ihr Stiefvater hatte sie nach dem Unterricht abgepasst und da haben sie sich ordentlich gezofft. Und worum ging es bei dem Streit? Das habe ich nicht mitbekommen, aber die beiden haben sich gehasst wie die Pest. Sind Sie sicher, dass es sich bei der toten Schülerin um meine Stieftochter handelt? Ja, es tut uns wirklich sehr leid. Wer hätte gedacht, dass es so weit kommen würde? Das hört sich ja fast so an, als hätten Sie erwartet, dass irgendetwas passieren würde. Naja, sie war halt ein Problemfall. Wie kannst du denn sowas sagen? Aber Gabi, das war doch nicht bös gemeint. Ich meine, Sie müssen verstehen, Vanessas Vater ist vor 4 Jahren an Krebs gestorben und das hat sie nie wirklich verwunden. Sie hat einfach nicht akzeptiert, dass ich Manfred geheiratet habe. Aber sie war kein Problemkind. Natürlich nicht, Liebes. Du hast ja recht. Ich hol dir was zur Beruhigung und du zitterst ja schon richtig. Kann ich noch irgendetwas für Sie tun? Nein, danke schön. Das hat sich gerade so angehört, als hätten Sie schon erhebliche Schwierigkeiten mit Ihrer Stieftochter gehabt. Zu Recht, ich habe mir alle Mühe gegeben, aber nichts hat geholfen. Ja, was war denn so schlimm an ihr? Sie war eine verzogene Göre, wirklich. Das hört sich in der Situation schlimm an. Aber sie hat nur Ärger gemacht. Und was für ein Ärger? Drogen, Jungs, Alkohol. Geld hat sie uns auch geklaut. Und einmal ist sie sogar abgehauen. Ihre Mutter war mit den Nerven am Ende und hat sich mit Selbstvorwürfen gegeißelt. Verstehe. Und deswegen auch das Internat, ja? Ja, das war meine Idee. Was haben Sie denn heute Nachmittag gemacht? Ja, also so gegen 3 war ich im Internat. Das hat circa 30 Minuten gedauert. Und anschließend habe ich Gabi vom Friseur abgeholt und danach waren wir zu Hause. Wieso fragen Sie? Ach, eine Routine. Sagen Sie, wir haben gehört, dass Sie mit Ihrer Stieftochter heute einen ziemlich heftigen Streit hatten. Worum ging es denn? Das Übliche.
wir sollten sie nach Hause holen. Geld wollte sie auch wieder haben. Aber ich habe ihr gesagt, sie soll ihre Mutter in Ruhe lassen, bevor sie sie ins Grab bringt.